said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Hallo meine Lieben, ich bin der Max Gotzler und willkommen zu einer neuen Folge der Flowgrade Show. Und ich bin hier mit dem Georg Hudulic. Und zwar hat der Georg mich betreut auf dem Weg hin zu diesem zweiten Buch zum täglichen Biohacker. Und heute sprechen wir einmal über den Prozess, weil mich interessiert, wie das auch für den Georg war. Und wir sitzen hier schon seit einiger Zeit und wir haben einige Interviews gemacht fürs Buch. Und jetzt habe ich spontan die Idee gehabt, hey, wir könnten nochmal über den Prozess auch aus deiner Sicht reden, Georg. Und bevor wir jetzt einsteigen, erstmal herzlich willkommen in der Flowgrade Show. Vielen Dank, lieber Max. Danke, dass du mich eingeladen hast sozusagen. Und nachdem ich dir jetzt quasi die ganze Zeit ganz, ganz viele Fragen gestellt habe, was ist denn Biohacking, wie macht man das, was sind so deine Special Tipps, gerne auch, wie es mir dabei ging, als wir dein Buch zusammen gemacht haben. Ja, ich finde es total spannend. Es ist ja wirklich ein Experiment jetzt hier und ich denke, es könnte wirklich was Außergewöhnliches werden. Und genau, wir sprechen jetzt einfach mal über also den ganzen Prozess, wie es angefangen hat und dann auch das Resultat natürlich. Aber als erstes, also ich weiß noch den genauen Tag, wo wir, nachdem das erste Buch ja ein Erfolg war und wir gesagt haben, geil, irgendwie es läuft, wir müssen nachlegen. Und vielleicht aus deiner Sicht, wie war das, als wir uns damals getroffen haben, also zu dritt, Christian Jund, du und ich, und über die zweite Buchidee gesprochen haben? Genau, also Christian Jons, unser Verleger quasi, der sich um alle Labels bei uns kümmert, also Riva, MVG und so weiter, der dann sagt, hey, da gibt's den Max und der hat dieses Buch Balken. Ich so, wer ist denn echt der Max und so? Und hat mir dann so ein bisschen erzählt und ich habe mir auch dein Buch so ein bisschen angeguckt und dachte mir so, wie geil ist das denn? Und dein Buch hat ja so ein bisschen, so eine Inspiration ist ja so ein bisschen von Ryan Holiday, der so dieses Thema Stoizismus für den modernen Menschen so ein bisschen bringt. Also was kann man so ein bisschen von diesen alten Griechen so ein bisschen lernen? Was hat ein Seneca gesagt oder getan, was irgendwie völlig sinnvoll ist, auch sozusagen für die heutige Zeit? Und dann, der hat ein wahnsinnig erfolgreiches Buch ja auch, das heißt ja der tägliche Stoiker, The Daily Stoic. Und wir dachten uns, das ist so ein geiles Konzept. Okay, Max Gotzler, geiles Konzept. Hey, lass uns doch den täglichen Biohacker machen, weil wir die Idee so gut fanden, zu sagen, kann es nicht irgendwas geben, jeden Tag eine Inspiration. Dadurch, dass das Thema Biohacking ja auch so unglaublich breit ist. Also es gibt so viele tolle Sachen, die letzten Endes unter den Begriff Biohacking fallen können, war die zu sagen, das ist doch also ein perfektes Konzept und lass uns doch bitte den täglichen Biohacker machen. Und Max, leider musst du das jetzt schreiben und gut wäre es, wenn du nächste Woche abgeben könntest. Ich weiß nicht noch, das war Oktober, glaube ich, 2018. Und der Georg fragt mich tatsächlich, Max, schaffst du es bis Dezember? Und ich so, Georg, gib mir bitte bis Januar. Ich so, bis Weihnachten, den Weihnachtsstress und so. Und dann zwei Jahre später. Genau. Und ja, also für mich war es eben auch so die Idee. Ich fand es ganz spannend, weil ich bin so ein bisschen in diese Falle getappt. Also ich war echt happy mit dem ersten Buch und auch wie es angenommen wurde und es lief alles und dann so, ich war genau da, wo ich gedacht habe, boah, cool, ein zweites Buch wäre cool zu haben. Aber zu schreiben, das hatte ich einfach irgendwie verdrängt, so dass ich es auch wirklich noch, also dass es ein originelles Werk werden muss. Und was es jetzt ist, also ich finde es immer so unglaublich. Also ich hatte auch die totale Erfüllung jetzt, als ich es in der Hand hatte, weil ich eben echt mich noch so gut erinnere, wie einfach da noch gar nichts war. So, wir hatten ja den Namen und irgendwie die Idee, aber dass es dann so ein Leben angenommen hat und irgendwie das, allein die Covergeschichte ist cool und die ganzen Illustrationen von Filippo und das Bändchen, weißt du, bis zum, das der Farbe von dem Bändchen. Jetzt aber, ich noch mal einen Schritt zurück, wir haben gerade schon über den Christian Jund alles irgendwie betreut gesprochen, aber was ist jetzt deine Rolle eigentlich im Verlag, weil ich kriege immer die E-Mails vom Georg, der nachfragt und der pusht und immer super motivierend wirklich mich antreibt. Aber was machst du generell im Verlag? Dich anrufen tatsächlich. Nein, Quatsch. Also mein Job ist eigentlich der, also das heißt Editorial Director oder auf Deutsch ganz banal Programmleiter. Also ich überlege mir mit unserem Verleger zusammen, was machen wir für Bücher?
wir kriegen ja einerseits ganz, ganz viele Bücher immer geschickt von Agenturen, von Verlagen, von Leuten, die uns anschreiben und sagen, hey, guck mal, ich habe irgendwie eine tolle Buchidee. Oder wir überlegen uns einfach auch selber so ein bisschen, was gibt's für Bücher, die irgendwie super spannend sein könnten. Und Christian, Jund und ich überlegen uns dann am Schluss, pass auf, lass uns die Bücher machen und lass uns die Bücher nicht machen. Weil leider ist es tatsächlich so, du musst zu 98% musst du Nein sagen. Du bekommst so viel Zeug und es sind so viele tolle Sachen dabei, aber es gibt immer einen Grund, warum du aus irgendwelchen Gründen Nein sagen musst. Sag es, dass du sagst, okay, es gibt zu diesem Thema gibt's 800 Bücher, die wahnsinnig gut sind. Oder, tolles Thema, aber du bist der falsche Autor dafür, weil, keine Ahnung, das ist nett und so, aber das passt irgendwie gar nicht. Oder, dieses Buch hat 2000 Seiten auf Englisch und wenn du das übersetzt hast, dann bist du schon mal pleite. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe, leider ganz oft, warum du bei dem Buch Nein sagen musst. Und ganz am Schluss haben wir dann aus, keine Ahnung, wie viel Hunderte bis Tausende Büchern, am Schluss eine kleine Menge, wo wir sagen, an die glauben wir. Und das ist auch ganz oft, ist es ein reines Bauchgefühl, weil Wissen, niemand weiß am Schluss, ob ein Buch erfolgreich ist. Es gibt Faktoren, wo wir sagen, ganz klar, der Autor ist groß, vielleicht ist es das dritte Buch eines erfolgreichen Autors. Ja, kann funktionieren, kann aber auch überhaupt nicht funktionieren. Also auch wir haben uns schon gnadenlos getäuscht mit, das wird das wahnsinnige Buch und wir so, okay, es verkauft sich überhaupt nicht. Und dann passiert es immer wieder, dass du sagst, du machst ein Buch, weil du einfach dran glaubst, du sagst, dieses Buch muss es geben. Und so, hey, hoffentlich verkaufen wir ein paar und dann läuft's. Aber um nochmal zurückzukommen, so ein bisschen, was machst du den ganzen Tag, Georg? Ich rufe Leute an und sage, hey, wo ist dein Manuskript? Kannst du ein Buch zu dem Thema schreiben? Was ist denn jetzt mit dem Buch? Also es ist ganz, ganz viel mit Menschen. Einfach, wie geht's? Brauchst du was? Kann ich dir helfen? Bitte gib dein Manuskript ab. Hey Max, du wolltest vor 2 Jahren dein Buch abgeben. Ich könnte es bitte mal schicken. Max, es tut mir leid, dass ich schon wieder anrufen muss. Max, wo ist dein Buch? Nein, also du wirst lachen, 2 Jahre, ja, aber wir haben auch schon 5 Jahre auf ein Buch gewartet. Also es ist manchmal ist es einfach nur, sagen wir mal, einfach nochmal anrufen und Christian Jons und mein Lieblingswort ist Persistence. Niemals aufgeben. Und oft ist es auch so, dass wir uns vorstellen, jemand muss für unser Buch schreiben, der sagt so, ne. Okay, dann sagen wir ja, okay, nein. Und dann rufe ich eine Woche später wieder an und sage so, hey, könntest du dich doch? Und er so, nee. Und dann graben wir 3 Jahre an Leute und irgendwann sagt er, okay, ja, ich mache es, aber bitte ruf mich nicht mehr an. Ich mache es. Also ganz oft ist es wirklich Fragen, nochmal Fragen, nochmal Fragen, nochmal Fragen, nochmal Fragen, nochmal Fragen. Und irgendwann sagt er, okay, mache ich. Und danke, dass du schneller ja gesagt hast und wir nicht 3 Jahre an dir rumgraben müssen. Aber wir hätten auch 3 Jahre an dir rumgegraben. Also mach dir da keine Hoffnung. Wenn wir glauben, wir wollen ein Buch machen, dann vergiss es, dass wir aufhören anzurufen. Und es nützt auch nichts, den Wohnort zu wechseln und die Telefonnummer. Wir finden dich, Max. Das habe ich gemerkt. Aber was ich auch so erstaunlich finde bei eurer Taktik, und die funktioniert wirklich, und ist, dass sie immer extrem positiv ist. Also ihr seid ja nicht nervig oder auch negativ und sagt, hey, jetzt reicht's aber, wir haben wirklich ausgemacht nächstes Jahr oder letztes Jahr. Und, sondern es ist immer so mit dem Ton, hey, du bist genial und du machst ein geiles Buch. Ich muss nur wissen, wann. Und kriegen wir es nächste Woche und so weiter. Und das hat mich immer, also jede Nachricht, auch wenn sie Druck ausgeübt hat, hat sie mich immer auch motiviert. Und das fand ich eben echt spannend. Aber das ist, also das funktioniert. Und ich muss auch sagen, es hat sehr, sehr gut funktioniert am Ende. Und auch wenn ich zwischenzeitlich wirklich am Zahnfleisch dahergekommen bin. Weißt du denn zum Beispiel, ich nehme an, du hast ja eben schon gesagt, du hast mit diversen Autoren zu tun. Gibt es da so verschiedene Typen Autor? Also welche, die dann zum Beispiel sich einfach irgendwie zurückziehen, überhaupt nicht mehr antworten und dann du Angst hast, oh Gott, da muss ich mal anklopfen bei dem daheim, ob die Katze noch da ist und die noch zu essen kriegt. Oder und andere, die dann irgendwie, also wesentlich irgendwie strukturierter sind und so. Also kannst du da was teilen? Ja, klar. Also es ist, keine Ahnung, wie eigentlich oft ist, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es gibt Autoren, die einfach für sich sagen, pass auf, hier ist der Vertrag, wir hören uns in 2 Jahren wieder, dann bekommst du das Manuskript an dem Tag, wo ich dir sage, dass du bekommst. Und dann kriegst du ein Manuskript, denkst du, wow, Respekt. Und dann gibt es Leute, die einfach sagen, vielleicht das erste Buch, vielleicht so ein bisschen unsicher, die dann schon sagen, hey, hier ist mal ein Kapitel, kannst du es nochmal lesen? Und hier ist nochmal was. Und also die wirklich dann am Schluss wollen, dass du vielleicht dir wirklich jeden Satz anguckst, jedes Komma, und die halt dann auch sagen, hey, wenn ich dieses Wort jetzt noch einmal sagen muss, hey, ganz gechillt, mach's einfach so, wie du denkst, am Schluss, das wird schon. Also ganz oft ist es ja auch wirklich einfach Händchen halten und sagen, das wird schon. Mach dir da keine Sorgen. Ich glaube, als Autor, der sein allererstes Buch schreibt, hat man wahnsinnig Angst, dass irgendwie ein Satz mal irgendwie falsch interpretiert und hier und so. Dann neigt man euch so ein bisschen, ich gucke auf jeden Satz 15 Mal drauf. Brauchst du gar nicht. Also das wird schon, so im Großen und Ganzen ist es dann gut. Und manchmal hängt man sich halt an so Kleinigkeiten auf, wo man sich dann selber blockiert und sagt, oh Gott, und hier und so. Hey, das große Ganze ist wichtig.
Und aber da gibt es tatsächlich nichts, was es nicht gibt. Und manche Leute rufen jeden Tag an und wollen mit dir irgendwas besprechen. Und manche Leute, von denen hörst du 2 Jahre lang nichts und dann geben sie es am Tag ab und du so, hey, gut. Also nichts, was es tatsächlich nicht gibt. Kannst du eine Geschichte teilen von vielleicht einem Buch, das ihr gnadenlos unterschätzt hattet und das dann so ein richtiger Erfolg wurde, wo du gedacht hast, ich weiß nicht, ob das geht und das war dann entgegen deiner Erwartungen oder vielleicht auch, sagen wir, im Vergleich zu dem, was ihr generell geplant hattet, das hat sozusagen die Erwartungen übertroffen. Ich würde natürlich, wenn ich das erzähle, dem Autor unglaublich ungut tun, weil er dann sagt, wieso hast du nicht an mein Buch geglaubt? Deswegen bin ich sehr vorsichtig, aber vielleicht bin ich so... Nein, vielleicht einfach, wir haben mal ein Buch gemacht, das hieß, also jetzt kein spezielles Thema, so zum Thema Biking, es hieß warum andere auf ihre Kosten immer reicher werden. Das ist so ein bisschen so eher so ein Finanzthema, so ein bisschen alternativ drüber nachzudenken. Es gibt auch im Finanzbereich so ganz verschiedene unterschiedliche Szenen und ein Bereich nennt sich österreichische Schule der Nationalökonomie, die so ein bisschen anders denken, die nicht sagen, pass auf, lass uns irgendwie alles mal ausrechnen, was so in der Ökonomie passiert, sondern denk doch mal nach, letzten Endes alles, was in der Ökonomie passiert, geht doch von Menschen aus. Und Menschen sind nicht perfekt, Menschen sind irrational. Menschen handeln manchmal einfach nur so, weil sie sagen, ich will nicht so handeln, wie der andere mir sagt, dass ich handeln soll. Und daraus, die gehen einfach so von der Prämisse aus, der Mensch ist erstmal der Mittelpunkt. Und wenn der Mensch handelt, passieren Dinge und klar kann man dann irgendwie gucken. Und dieses Thema ist ein sehr, sehr kleiner Zweig in der Ökonomie, weil natürlich überall sagen, hey, wir können es ausrechnen, wir können es messen und so weiter. Und die wollten mal ein ganz anderes Verständnis zu diesem Thema, wie funktioniert Geld, wie funktioniert unsere Gesellschaft. Und das ist, wie ich finde, sehr zu Unrecht ein sehr, sehr kleiner Bereich, weil ich einfach finde, dass es ein sehr, sehr cleverer Bereich ist. Und da habe ich auch gesagt, ich habe super an das Thema geglaubt, weil ich mir dachte, es ist super, super wichtig. Und ich habe das Buch super gefunden, hat sich super gut gelesen, aber es ist halt ein sehr, sehr kleiner Bereich. Und plötzlich war dieses Buch unter den Top 10 bei Amazon. Wir haben in kürzester Zeit fast eine 5-stellige Auflage verkauft, wo ich auch dachte so, wow. Aber das war irgendwie so dieser Trigger, warum andere auf deine Kosten immer reicher waren. Und jeder sich gedacht hat, ja, natürlich. Diese ganzen alle werden auf meine, ich bin der einzige Depp hier, der irgendwie arm ist und alle werden auf meine Kosten reich. Und also ich möchte nicht, es war nicht so, dass ich gesagt habe, auf gar keinen Fall wird das was, aber ich hatte schon so, wow, hoffentlich gibt es genug Leute draußen, die sich für diesen kleinen speziellen Bereich irgendwie doch interessieren. Und es hat dann Gott sei Dank geklappt. Aber es passiert immer wieder, also es ist ganz selten, dass du irgendwie genau weißt, wie sich ein Buch am Schluss entwickelt. Man unterschätzt ganz oft, wie lange einfach ein Buch funktioniert. Das Schöne an Büchern ist ja nicht irgendwie, du bringst es raus und nächste Woche ist es gegessen. Für die Presse ganz oft, weil die sagen, hey, ist ja nichts Neues. Aber ganz oft laufen Bücher über Jahre, Jahrzehnte. Und es ist tatsächlich so, die Bücher, die am Schluss die irrsinnigen Verkaufszahlen haben, sind nicht die, die irgendwie mal hier Spiegelliste und so, sondern es sind die, die immer so ein bisschen unter dem Radar laufen. Keine Ahnung. Tony Robbins Bücher, die sind nicht immer oben, oben, oben. Aber die verkaufen sich so stetig, so groß, weil das einfach ein super Typ ist, der wirklich was zu sagen hat und das für alle Leute in allen Lebenslagen irgendwie vernünftig sein kann. Oder ein Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, der super, super, super Klassiker. Das ist auch kein Buch, wo du sagst, hey, ständig Bestseller bist du. Aber das hat jede Woche steht. Es kommen immer wieder Leute nach, die sagen, habe ich noch nicht gelesen. Und das ist tatsächlich schön. Klar, es ist immer toll zu sagen, hey, ich bin auf der Spiegelliste und ich bin hier Nummer 1 bei sonst wie. Aber ganz am Schluss sind so ein bisschen diese ruhigen, stetigen Bücher, die wirklich, wirklich gut sind, die immer so ein bisschen unterm Radar laufen, die am Schluss die sind, die dann Hunderttausende verkaufen tatsächlich. Und das ist dann super, super schön, sowas auch zu sehen. Das ist unglaublich spannend, da mal hinter die Kulissen zu blicken, wirklich. Also ich glaube, dass das echt viele auch sehr, sehr interessiert, weil für dich ist das ja Tagesgeschäft so, aber mal in so einen Verlag auch reinzublicken und genau das zu erfahren. Du musst ja auch wahrscheinlich wahnsinnig viel lesen, nehme ich an, oder? Ja, also schlimm ist ja, man kann ja gar nicht alles lesen, was man lesen müsste. Und auch wir, also dadurch, dass wir wirklich jeden Tag so viele Sachen kriegen, bleibt uns nichts anderes übrig, als immer nur ein bisschen reinzugucken. Aber man kriegt irgendwie schon, also nach einer Zeit kriegst du so ein Gefühl, funktioniert das, ist das irgendwas, und es ist einfach immer viel zu viel. Also du könntest jeden Tag nur lesen, lesen, lesen und es würde nicht reichen. Und es ist auch so wahnsinnig unterschiedlich. Also du kriegst manchmal Ideen, du kriegst manchmal irgendwelche Manuskripte, von denen man gesagt hat, ich habe mich jetzt mal getraut, mich an den PC zu setzen und mal was zu schreiben und dann habe ich es auch noch an einen Verlag geschickt. Das hat was ganz, ganz anders, als wenn dir irgendwie ein hochrenommierter amerikanischer Verlag das neue Buch von XY anbietet, wo du auch entscheiden musst, ja, klar, kennt man, ist wichtig, ist groß, okay, die wollen 500.000 Euro dafür.
verdienen wir da am Schluss Geld? Oder kaufen wir das nur an, um zu sagen, guck mal, wir bringen jetzt den Typen raus. Also es ist ja auch immer eine Abwägung. Klar gibt es tolle Sachen, aber letztens musst du immer entscheiden, lohnt sich das am Schluss? Weil also klar kannst du sagen, hey, ich mache ein Buch, weil ich einfach davon überzeugt bin. Aber letzten Endes geht es ja für uns dummerweise auch immer darum zu sagen, rechnet sich das am Schluss? Weil wenn wir nur Bücher machen würden, wo wir sagen, hey, wir finden das irgendwie so toll und am Schluss kein Geld mit dafür, dann gäbe es uns einfach nächstes Jahr nicht mehr. Und das ist immer so ein bisschen die Balance zu finden. Gibt es Themen, wo wir glauben, das wollen genug Leute haben und immer noch sozusagen sagen, das ist ein so tolles Buch, das muss es bitteschön geben. Weil das finde ich, muss auch immer drin sein, zu sagen, wir glauben einfach an dieses Buch und ja, vielleicht findet es dann am Schluss doch nicht so viele Leser, wie wir glauben, aber uns ist es einfach wichtiger so. Und ja, also lesen und was halt ein bisschen manchmal schade ist, ist, du kommst natürlich nach Hause, irgendwann am Abend denkst dir, jetzt lese ich noch ein Buch, ne. Also es ist so ein bisschen schade, weil es geht so ein bisschen das verloren, dass du natürlich selber sehr, sehr gerne viel lesen wollen würdest und mir geht es halt einfach so, ich kann dann am Abend manchmal einfach nicht noch ein Buch lesen, weil es halt einfach, und selbst wenn ich am Tag nur blödsinnige Bücher gelesen habe und am Abend ein schönes Buch lesen will, es geht nicht, weil du so viel gelesen hast und manchmal ist es ja so, wir wollen ja unsere Bücher auch selber lesen, wir machen die Bücher auch, weil wir sagen, das ist unser Buch, das will ich. Und manchmal tue ich mich auch echt hart, dann ein Buch zu lesen, weil ich sage, okay, ich kann jetzt hier doch mal ein Buch lesen. Es geht einfach nicht. Ich stelle mir gerade so vor, wie du bei einem Freund sitzt und dann sagst, hey du, Georg, fahr doch mal in Urlaub und lies doch einfach mal ein Buch am Strand. Und du so, hey, zeigst ihm einen Vogel und gehst, weil du sagst, ich arbeite doch nicht im Urlaub. Ja, also, ja, wirklich spannend. Also ich muss ja sagen, ich finde es ja ganz spannend aus eben Autorensicht. Für mich war es halt dann zwischenzeitlich eben schon so bei dem Buch. Ich habe ja gespürt, dass ihr enorm an mich und an das Thema glaubt. Und bei mir kam es eben dann so, dass mein Anspruch hat sich sehr verändert. Also ich habe dann wirklich gedacht, boah, das kann echt ein einzigartiges Kunstwerk werden, wenn ich wirklich da jetzt meine ganze Energie drauf fokussiere. Und ich habe mich ja auch wirklich dann zeitlich von meiner Firma befreit, habe das mehr oder weniger automatisiert. Die Christine hat das am Laufen gehalten. Und dann während des Prozesses war ich dann hauptsächlich mit der Friederike, übrigens ja, Shoutout to Friederike Thompson, die mich dann betreut hat während des Prozesses. Und also mir hat das enorm geholfen, halt immer dieses Feedback zu haben. Zum einen zu Friederike, zu dir und dann auch zum Filippo, der die Illustrationen gezeichnet hat. Das war auch so ein Glücksgriff, weil da waren wir auch zusammengesessen und da meinte ich, hey, ich will unbedingt diese Illustration haben, das ist der Künstler vom Flowfesten, das ist super. Und dann habt ihr gesagt, ja, okay, let's do it. Und das war so wertvoll am Ende, weil der war dann letztendlich der Einzige in dem Prozess, der halt dann eigentlich Seiten von mir immer regelmäßig gelesen hat und halt mit mir dann besprochen hat. Und ich denke, ja, ich habe die Vision, so visuell könnte das aussehen. Und er hat dann mir Feedback gegeben, hey, ja, cool, wir könnten das noch so und so machen. Und jedes Mal, wenn ich auch in so einem Loch war und dann mit dem Filippo gesprochen habe, dann hat er wieder gesagt, hey, boah, ich fand den Hack total geil und hier, was hältst du von der Zeichnung und so. Und das hat mich dann immer wieder irgendwie weitergetrieben. Und da habe ich halt eben gemerkt, also für mich war das schon wichtig und deswegen bin ich auch total, ich kann mir ehrlich gesagt das gar nicht vorstellen, so ein Buch komplett alleine im Hinterkämmerchen zu schreiben. Gibt es bestimmt auch Autoren. Aber für mich war das ganz wichtig, den Kontakt mit euch zu haben, mit Filippo zu haben und so und voranzukommen. Also war es jetzt für dich irgendwann aber so, also hast du irgendwie ein Gefühl gehabt, ja, ich komme weiter, oder warst du an einem Zeitpunkt auch so ein bisschen also unsicher, was da jetzt draus wird? Das würde mich interessieren. Also ich hatte immer das Gefühl, dass du einfach für dich selber so ehrgeizig bist, dass du es gar nicht vor dir verantworten könntest, dass du irgendwie nicht weiterkommst. Und dass du irgendwie, und ich werde manchmal auch im Verlag so ein bisschen belächelt, wenn Bücher halt einfach nicht kommen und der Autor noch verschiebt und die Leute so, also ich glaube nicht mehr dran und so. Und wie kannst du da immer noch dran glauben? Ich sage, nein, das wird was. Der Autor, der kriegt das hin. Und du bist einer derjenigen, die halt immer noch mal, aber ich hatte, ganz oft hat das ja Gründe. Also das ist ja selten so, dass ein Autor sagt, ich gebe jetzt mein Buch nicht ab, weil ich irgendwie keine Lust drauf habe, sondern das hatte immer Gründe, warum es nicht klappt. Vielleicht, weil die Leute sagen, ich komme einfach jetzt gerade nicht weiter. Oder, oh Gott, ich habe irgendwie, ich meine, die meisten Leute schreiben ja nicht Bücher, um reich zu werden oder das ist ihr Leben sein, sondern die haben einen Job daneben, die haben eine Familie daneben. Und da ist auch schon alles passiert. Wir haben schon Autoren gehabt, die sind von ihren Frauen verlassen worden, weil sie ein Buch geschrieben haben. Oder ist alles schon passiert. Oder wir hatten Autoren, da ist irgendwie alles schiefgegangen, was noch schiefgegangen. Keine Ahnung, Partner getrennt, jemand ist gestorben. Also die haben durch alle Höhen und Tiefen. Und dann denke ich mir mal, wenn ich den jetzt noch anrufe und sage, hey, was ist denn? Verdammte Scheiße, im Vertrag steht, dass du am 31. abgibst. Also das ist für mich nicht produktiv und ich versuche halt dann immer so, also klar, letzten Endes
möchte ich natürlich das Buch haben, weil deshalb haben wir gesagt, lass uns das Buch zusammen machen, damit wir dieses Buch irgendwann machen. Aber also ich glaube, ich kann mich ich wüsste jetzt ganz wenige Fälle, wo am Schluss wirklich jemand auch nach Jahren dann einfach dieses Buch nicht abgegeben hat. Am Schluss war es immer so, selbst wenn es manchmal gedauert hat, ja, gibt er ab. Und bei dir, ich war mir immer sicher, dass du es abgibst. Ich habe ja auch gemerkt, an was für Stellen du manchmal für dich so ein bisschen haderst und warum du haderst. Und es war für mich immer so ein bisschen, okay, der Max versucht es noch besser zu machen. Und ich muss auch völlig zugeben, dass ich auch völlig unterschätzt habe, dieses Konzept zu sagen, hey, ich muss auf jeder Seite muss eigentlich die ultimative Essenz einer bestimmten Geschichte stehen. Und ein normales Buch ist immer mal, ich mache mal einen Absatz, wo ich sage, hey, jetzt erzähle ich mal so ein bisschen was, aber du hast hier eine Seite. Du musst auf jeder Seite, hast du halt, keine Ahnung, 2000 Zeichen. Und diesen 2000 Zeichen muss was wirklich, wirklich Geiles stehen. Und das ist ultimativ schwierig und, also Respekt. Und auch ich muss sagen, ich muss es völlig unterschätzen. Ja, das ist nicht banal, einfach mal so 366 gute Sachen zu finden, die nicht so völlig irgendwie so, keine Ahnung, ja, atme ein und aus. Ja, okay, vielen Dank. Also du hast ja überall was rausgeholt, wenn man sagt so, ja, stimmt. Und klar kennt man manche Sachen mehr, manche weniger, aber ich hatte bei dir tatsächlich nie das Gefühl, dass du jetzt irgendwann das Handtuch und sagst, hey, wir müssen jetzt den Vertrag auflösen, weil ich kann das nicht. Nee, genau so war es. Ich muss auch sagen, ich war eben zwischenzeitlich wirklich so auf dem Zahnfleisch und habe mich ja von mir selbst geschämt, weil ich einfach gedacht habe, schon wieder unterschätzt. Und ich war so frustriert mit mir selbst, weil ich einfach gemerkt habe, also ich wusste, wo ich hin will. Und an einem gewissen Zeitpunkt, ich habe einfach dann auch beschlossen, nee, jede Seite muss wertvoll sein. Weil es kann ja sein, dass jemand im Buchladen die Seite aufschlägt und das ist dann der eine Tipp, der dann irgendwie nicht gut ist oder so. Und das habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht verantworten. Es muss irgendwie jeder, da muss auf jeder Seite was Wertvolles sein. Und dann hatte ich ja, also das Interessante war ja dann am Anfang, ich hatte dann 90 Seiten geschrieben, 90 Hacks. Und dann dachte ich mir, ah cool, 90 Hacks, so, ja, schon ganz ordentlich, gell? Wie viel habe ich noch? 276. Und dann wurde mir erst eigentlich das erste Mal bewusst, das ist ganz schön viel Zeug, gell? Und ich sage, ich muss noch mehr recherchieren, ich habe nicht so viel Hacks erst so. Und dann habe ich echt angefangen, Bücher zu lesen und Podcasts zu hören und auch zu recherchieren, zu experimentieren. Das dauert halt einfach. Und dann aber an einem gewissen Zeitpunkt war es dann wirklich so, wo ich wusste, okay, also das kann richtig geil werden. Und gleichzeitig war auf der anderen Seite so extrem frustriert einfach mit also meinen ständigen Deadlines, die ich selber gerissen habe und wo wirklich mein Unterbewusstsein hat aufgehört, mir zu vertrauen. Wo ich dann gesagt habe, ja, das mache ich jetzt bis die Woche und dann so ein, ja, probier es so. Und eben, und dann kam aber eben dieser Wendepunkt. Irgendwann habe ich dann entschlossen, okay, ich mache es jetzt anders. Weil dann habe ich echt versucht, so mich zu pushen und wirklich viel zu viel auch Nikotinkaugummi ist, viel zu viel Koffein. Und dann irgendwann habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt Routinen, habe angefangen wieder jeden Morgen mein Yoga, meine Meditation geschrieben. 4 Stunden pro Tag damals. Habe dann mich wirklich, aber nur 4, also nicht mehr und nicht weniger, also es ist aber konstant. Und dann auf einmal ging es vorwärts und so. Und dann weiß ich noch, dann hatte ich die 300 und dachte, immer noch 66, gell? Und dann wusste ich aber, ich habe den Outline schon gehabt und wusste, welche noch fehlen und so. Und ich habe auch oft von hinten nach vorne geschrieben, weil ich gesagt habe, also wenn ich so viel Power hatte, ich möchte, dass das Buch von der Qualität her even ist. Also nicht, dass die ersten irgendwie 10 Kapitel sind super geil und dann die letzten 2 geht die Luft raus, sondern deswegen habe ich das letzte recht am Anfang geschrieben auch. Und dann die letzten 66 habe ich dann tatsächlich in einem Wochenende geschrieben. Und da habe ich nochmal richtig gepowert und da war ich dann auch ein bisschen stolz, weil ich gedacht habe, boah, das habe ich seit meiner Studienzeit, ich wusste nicht, dass das noch möglich ist. Und dann, die habe ich dann zwar im Lektorat nochmal überarbeitet, aber das war dann so, das habe ich abgegeben. Aber jetzt, meine Frage war an dich, als es dann abgegeben wurde und das ist ja eine total schöne Geschichte, ich bin dann jetzt letzte Woche im Verlag, du rufst an, hey, das Buch ist da, ich gehe rein, habe noch eine Flasche Cremant mitgenommen und wir beide haben am Abend noch, viele waren schon weg, darauf angestoßen. Ist das jetzt für dich? Weil für mich war das echt so der erfüllende Moment und da ist so viel abgefallen. Und jetzt zu sehen, boah, dieses Projekt, es ist wirklich in der Realität jetzt angekommen. Wie ist das für dich? Also ich mache nicht nur ein Buch, aber tatsächlich, also ich gehe ganz oft in Buchhandlungen, sehe ein Buch von uns und freue mich. Und das ist eigentlich ist es total bescheuert, weil ja, wir machen
jeden Monat 3, 4, 5, 6 Bücher. Ich mache das seit mehr als 10 Jahren und eigentlich total bescheuert, hey, Buch, aber ich freue mich jedes Mal, ich denke so, oh, stimmt. Dann erinnere ich mich, okay, das Buch hat so und so angefangen. Oder ich habe es irgendwo gesehen und wollte das Buch machen. Und es ist immer wieder geil zu sehen, hey, aus so vielen Schmerzen, aus so viel Zeit, aus so vielen Telefonaten wird am Schluss so ein Buch. Und ich finde leider, Bücher machen das Geilste der ganzen Welt, weil du weißt einfach, du hast am Schluss ein Buch in der Hand. Und du hast im besten Fall ein wahnsinnig geiles Buch in der Hand. Und erinnerst dich halt einfach an ein Buch, hey, wie hat es angefangen? Wie wir zum ersten Mal in der Pizzeria saßen und sagen, hey, wir müssen dieses Buch machen. Oder keine Ahnung, ich sitze irgendwo im Garten und denke mir, oh, okay, ich muss jetzt den Max schon wieder anrufen und muss sagen, hey, Max, wo ist das verdammte Manuskript? Und ich finde, also jedes Mal, ich ein Buch sehe, fallen mir so 4, 5, 6, 7 Sachen ein, die im Laufe dieses Buches passiert sind. Und bei dir hatte ich viel Zeit, dass viel passiert, aber es hat dann einfach relativ lang gedauert. Und deshalb finde ich es einfach immer toll, dass Bücher so wahnsinnig, also da hängt immer was für mich dran und wie gesagt, deshalb ist es einfach so toll. Und Buch in der Hand zu haben ist, wie ich finde, immer noch unschlagbar. Und für dich noch mehr, weil du weißt noch viel, viel mehr, wie viel Zeit da drin einfach ist. Und also ich freue mich immer. Also jedes Mal, wenn irgendwann unsere Herstellung vorbeikommt und sagt, hey, sind die neuen Bücher? Ich so, hey, gib her, will ich haben. Und die denken, ich bin bescheuert. Ja. Und aber, nein, ich freue mich jedes Mal. Ich denke so, hey, stimmt. Und das und das ist passiert, während wir dieses Buch gemacht haben. Insofern, ja, bescheuert, aber hey, liebe Bücher leider. Und macht es dir eigentlich dann irgendwann auch Lust drauf, mal vielleicht irgendwann was Eigenes zu schreiben? Oder ist es eher dann, dass du sagst, nie, mache ich nie im Leben? Also ich halte mich in keinster Weise für irgendeinen Experten, für irgendwas. Du kannst auch romanisch schreiben. Ich glaube, es ist noch viel, viel schwieriger. Also ich möchte niemals nie sagen, aber ich habe weder ein Thema, wo ich sage, ich müsste jetzt über dessen das Thema ausschreiben. Und ich glaube einfach, dass das so viele Leute so viel besser können. Und also lieber helfe ich Leuten, dass sie ein Buch schreiben. Also glaube ich, das kann ich zumindest halbwegs. Und vielleicht wird es ja irgendwann mal so. Und dann werde ich es auch mal von der anderen Seite sehen, wie sehr dann die Leute mit mir leiden müssen. Und wenn der Typ mich dann zum 5. Mal aufsagt, hey Georg, mit dem Buch, es gibt nicht so, okay, ich bring's morgen vorbei und so. Manchmal, vielleicht müsste ich es tatsächlich mal machen, um diese Erfahrung mal von der anderen Seite zu machen. Ich kenne es tatsächlich nur so ein bisschen, ich habe früher ein bisschen für die Zeitung geschrieben, für die Süddeutsche und so. Und da war es natürlich auch so, bist irgendwo hingegangen und musstest einen Text schreiben und dachte, oh mein Gott, und Hilfe. Auf winzigem Niveau, weil du schreibst natürlich jetzt keine Riesendinge, aber ja, vielleicht mal irgendwann, aber lieber schreibst du noch eins und ich rufe dich dann nochmal 3 Jahre lang an und sag, Max, was ist jetzt da los, als dass ich jetzt sage, hey, ich könnte jetzt irgendwie ein Buch zu irgendeinem Thema schreiben. Würden meine Teamkollegen jetzt den Kopf übereinander schlagen, wenn wir jetzt schon ankündigen, hey, und by the way, genau. So ja, echt. Total spannend. Jetzt eine Sache noch, die mich interessieren würde, wäre, gibt's vielleicht, also das interessiert vielleicht die Hörer jetzt, wenn, weil ich kriege auch immer viele Nachrichten von Leuten, immer so regelmäßig mal von jemandem, der sagt, ja, ich hätte da irgendwie eine Idee oder ich könnte es mir vorstellen. Und ich glaube, viele sind dann auch schon vielleicht demotiviert, wenn sie das Gefühl haben, okay, warum sollte ich jetzt so ein bisschen das Hochstapler-Syndrom, aber vielleicht eine gute Idee. Aber wenn jetzt wirklich, sagen wir mal, jemand, der gerne schreibt und der irgendwie eine Idee hat, auf einen Verlag zukommen will und was ich unbedingt empfehlen würde, weil ich finde einfach die Co-Kreation, so diese Zusammenarbeit enorm wertvoll. Aber was wäre denn so der Prozess? Funktioniert es, dass man einfach eine E-Mail schreibt und sagt, hier ist mal eine Idee und kann ich mal vorbeikommen oder so? Ja, jein. Also wir kriegen ja alles. Also von, hier ist eine Idee, wollt ihr das Buch machen? Und wir so, hey, was für eine Idee? Oder, also wir kriegen ja alles. Also es gibt Leute, die sagen, hey, ich habe ein Buch über Marketing, wollt ihr das machen? Und wir so, okay, ein Buch über Marketing. Hey, wow, echt beeindruckend. Also im Zweifel, desto besser wir so ein Gefühl kriegen, um was geht's denn, desto besser. Also unser Traum ist immer so ein bisschen, jemand schickt ein Buch und hat sich schon ganz genau Gedanken gemacht. Zum einen, wie sieht so ein bisschen das Umfeld aus? Habe ich ein Buch, wo sagt, hey, sowas gibt's doch überhaupt gar nicht? Oder ja, es gibt schon irgendwie 2, 3 Bücher, aber pass auf, ich habe noch mal einen Dreh gefunden, der auch ganz, ganz gut erklärbar ist, was man sich immer vorstellen muss. Nur weil wir ein Buch gut finden, heißt es ja noch lange nicht, dass sich das verkauft. Weil der Witz ist, auch wir müssen es verkaufen. Und zwar, wir sagen am Schluss, lieber Vertrieb, ihr seid dafür verantwortlich, dass das Buch am Schluss im Buch landet. Pass auf, dieses Buch kann das. Und wenn man das nicht kurz erklären kann, dann haben wir eigentlich schon verloren. Weil wenn wir einfach schon, pass auf, der Witz an diesem Buch ist dieses eine Ding. Dann sagt der Typ entweder, stimmt, oder okay, verstehe ich nicht. Und du musst dir überlegen, die Leute gehen in Buchhandlungen, sehen, keine Ahnung, 5.000, 10.000, 20.000 Bücher und
was ist der Witz an so einem Buch? Und desto stärker man sagen kann, was ist der Witz an einem Buch, desto besser funktioniert es am Schluss. Und dann geht unser Vertrieb raus, sagt, hey, verstehe ich. Ich erkläre dem Buchhändler, warum er dieses Buch einkaufen muss. Und der Buchhändler denkt sich, ja klar, geil, verstehe ich. Also das heißt, was ist der Witz? Also desto eher du in der Lage bist zu sagen, ich kann in ein, zwei Sätzen sagen, was ist so ein bisschen das Besondere an meinem Buch? Das ist schon mal super. Und das ist gar nicht so einfach. Also wenn du sagst, ja, pass auf, es dauert ein bisschen länger, bis ich dir erklären kann. Damit hast du verloren. Weil ich meine, du kennst es. Kein Mensch hat Zeit oder kein Mensch guckt sich in der Buchhandlung jedes Buch in Ruhe an, sondern du willst irgendwie so, das ist der Witz oder das ist nicht der Witz. Also schon mal die Idee zu sagen, ich kann erklären, was der Witz ist. Dann hilft es uns immer, aber am Schluss auch dem Autor zu sagen, wie ist denn dieses Buch aufgebaut? Weil erfahrungsgemäß ist es so, wenn man sagt, ich will ein Buch schreiben, dann schreibt man erstmal so ein bisschen drauf los. Und da ist so ein bisschen die Gefahr, dass man schreibt und schreibt und schreibt, dann ist man auf Seite 50 und dann weiß man nicht mehr so richtig weiter. Und dann so, jetzt wieder alles löschen von vorne. Also man verliebt sich auch in so ein bisschen, was man es geschrieben hat. Und dann eher am Anfang zu sagen, pass auf, ich habe eine ganz klare Vorstellung, ich möchte das und das und das in das Buch packen. Wie strukturiere ich das so ein bisschen? Also ich bin, Gliederung klingt immer so wahnsinnig trocken und Schule und Abi, aber das hilft wirklich. Es hilft uns zu sehen, was willst du ins Buch einpacken? Wie hängt was wie wo zusammen? Was stellst du dir in den bestimmten Kapiteln vor? Und es hilft auch dem Autor wahnsinnig, wenn du eine gute Gliederung hast, dann ist die Hälfte von dem Buch schon, weil dann kannst du es füllen, füllen, füllen. Und sonst schreibst du so ein bisschen in den Tag rein und weißt eigentlich gar nicht, okay, wo will ich denn genau eigentlich hin? Oder du weißt ungefähr, wo du hin willst, aber wie sieht der Weg dorthin aus? Also sowas hilft schon sehr. Und im Zweifel, wenn sich der Autor schon mal so ein bisschen Gedanken gemacht hat, Thema Vermarktung, weil nur ein Buch in den Laden zu legen und zu hoffen, dass sich das verkauft, das ist halt, es gibt einen guten Spruch, Hope is not a strategy. Also einfach nur zu hoffen, dass irgendwas passiert, dann passiert natürlich nichts. Also sich mal so ein bisschen zu überlegen, sagen, okay, pass auf, ich mache ein Buch zu dem und dem Thema. Pass auf, ich kenne 5 Leute in diesem Bereich, keine Ahnung, Community haben, die das und das machen. Also sich so ein bisschen überlegen, wie kann dieses Buch am Schluss zu den Leuten kommen, die sagen, pass auf, ich lege 20 Euro für dieses Buch hin. Das hilft auch sehr, um sich nochmal ein bisschen klar zu machen, schreibe ich an der Zielgruppe völlig vorbei, wen interessiert es und so weiter und so fort. Also traurig ist, auch ein Buch muss sich ja irgendwo verkaufen. Also letzten Endes ist das Buch natürlich nicht wie eine Dose Bohnen, wo du in den Supermarkt gehst und so, hey, eine Dose Bohnen. Aber ganz am Schluss wird da jemand sein, der sagt, ich lege für dieses Buch am Schluss Geld hin. Und alles, was diesen Menschen da draußen motivieren kann, das zu machen, weil er sagt, was für ein tolles Ding, dafür würde ich alles Geld der Welt ausgeben, umso besser. Also desto genauer du überlegst, wie sieht das Buch aus, kann ich sagen, um was es geht, wie kann es vermarktet werden, desto besser für uns. Und natürlich einfach im Zuge, wie schreibst du? So eine Leseprobe klingt auch immer so fad, aber wir wollen ja auch ein Gefühl kriegen, wie tickst du, wie schreibst du? Haben wir das Gefühl, wow, das ist so gut, das können wir morgen drucken? Oder sagt, hey, pass auf, wir helfen dir, du kriegst eine Unterstützung. Da gibt es auch alles wirklich von Leuten, die sagen, wo du denkst, irre, sind die gut im Schreiben. Oder halt Leute, sagen, wo du einfach merkst, hey, das ist zum ersten Mal. Das ist auch ganz oft ist es zum Beispiel so, wir haben immer wieder Journalisten, die Bücher schreiben. Und auch da merken wir, das sind alles Leute, die schreiben können. Aber halt eine Seite in der Süddeutschen Zeitung oder ein Buch über 300 Seiten, das ist ein riesen, riesen Unterschied. Und man unterschätzt, glaube ich, ganz, ganz oft, wie anstrengend es ist, über 300 Seiten so ein bisschen auch diesen Spannungsbogen so ein bisschen zu halten. Das ist nicht einfach. Und also da gibt es alles, aber das ist so mal so eine Idee. Also wenn jemand sagt, hey, tolle Idee, tolles Buch, ich kann das alles so ein bisschen in Worte fassen und habe schon mal so bei denen, das ist auch für uns gut, weil letztens, also man muss ja überlegen, wir kriegen ganz, ganz, ganz viel. Und desto eher wir auch Zugang zu irgendwas finden, desto leichter will man sich damit beschäftigen. Und wenn du erst sagst, okay, pass auf, ich erkläre dir jetzt, was in meinem Buch geht, aber du musst jetzt erstmal 300 Seiten lesen, bevor du überhaupt verstehst, um was es geht. Keine Chance. Also wie? Also so, wir könnten 24 Stunden am Tag lesen und wir würden es nicht schaffen, das Volumen. Und desto leichter man es uns irgendwo auch macht, desto eher sind wir geneigt. Also es gab schon Bücher, die habe ich aufgemacht, habe den ersten Satz gelesen, habe gesagt, ich rufe jetzt den Autor an und wir machen dieses Buch, weil ich gewusst habe, dass dieses Buch geil ist. Also es gibt so Leute, die schaffen das einfach. Also ich sage das Beispiel, das war der Sebastian Tonnies, der hat ein Buch gemacht, einmal Rente bitte. Ja, okay. Und ich mache dieses Buch auf und da steht, das Telefon klingelt, es ist mein Finanzberater. Und ich so, oh Gott. Wo ich mir denke, jeder kennt doch dieses Beispiel. Da ruft dieser Typ von sonst wo und sagt, hey, du müsstest dich über deine Finanzen kümmern. Und du so, ja, ich weiß, aber ich will es nicht. Und es war so sympathisch, so angenehm, wo ich sage, ey, ich weiß ganz genau, wie das ist. Und dann habe ich eine halbe Stunde später angefangen, pass auf, lass uns dieses Buch zusammen machen. Und das gibt's, dass du das Buch aufschlägst und sagst so, hey, wir müssen dieses Buch zusammen machen. Und bei manchen ist es so, dass es auch ein bisschen dauert bei uns zu sagen, oh stimmt, aber desto leichter man es uns macht, desto eher sagt man auch, hey, lass es uns irgendwie zusammen machen. Total spannend. Ja, also ich kann es auch voll noch nachempfinden. Interessanterweise beim ersten Buch ist es mir leichter gefallen, aber wahrscheinlich auch, weil die Birgit Downhaut meine Lektorin war, die mich dahin geprügelt hat, das Konzept sehr, sehr, sehr detailliert aufzuschreiben. Und beim zweiten war es so, da hatte ich mehr Spielraum, was letztendlich auch extrem, also für mein kreatives Ausleben enorm wertvoll war. Aber ich habe den Fehler gemacht, dass ich genau den, was du gerade beschrieben hast, gemacht habe. Ich habe drauf losgeschrieben
Und dann dachte ich mir, irgendwann habe ich es echt alles in die Tonne getreten. Das war so Killing Your Darlings Moment. So, weil du verliebst dich in dein Schreiben und denkst, das ist jetzt schon da und das ist ja auch irgendwie nicht schlecht, aber irgendwie passt es doch nicht ganz. Und irgendwann habe ich es in die Tonne getreten und gesagt, nee, Tabula Rasa, ich fange jetzt nochmal an. Mutig. Ja. Aber dann habe ich gesagt, nee, das muss originell sein und so. Ich weiß noch, dann bin ich nach Bali gefahren zu meinem Cousin. Und da ist dieser Covershot eben entstanden, gell? Und übrigens, ach, das erzähle ich jetzt auch noch schnell, wie dieses Foto entstanden ist. Weil eine gute Freundin von meinem Cousin ist die Karen Massin. Und Karen ist unter anderem, hat diese Appassionata Pferdeshows organisiert. Und die ist jetzt auf Bali hat bei Magnum gelernt, auch als Fotografin. Also ist jetzt Fotografin und dann habe ich sie gefragt, ja, ob wir mal einen Shoot machen könnten. Ich brauche ein paar Bilder und ich habe auch so eine Vision für das Cover. Mhm. Ich hatte genau die. Habe ich dir ja auch schon geschickt, so als Stock-Image erstmal. Und also so in dem Rahmen. Und dann sind wir da an den Strand gefahren. Und was man eben da nicht sieht, ist, dass mich konstant immer diese Wellen überschwappt haben. Die waren viel größer. Das heißt, irgendwann war alles komplett sandig und nass. Und es war trotzdem einfach ein super cooler Fotoshoot. Und dann ist eben dieses geile Bild entstanden, wirklich. Und wo die Wolken, wir dachten schon, die Wolken, aber das passt ja also mit der Farbgebung super, gell? Aber was dann passiert ist, dann sind wir nach Hause gefahren und ich lange meine Hosentasche und mein Geldbeutel ist weg. Und also das war wirklich so der Moment, wo ich dachte, das kann nicht sein. So, es war wirklich, das war so ein geiler Tag. Wir waren dann so happy mit den Fotos. Und dann fahre ich nach Hause überglücklich und so. Und dann merke ich, und dann auf Bali, weißt, auf dem Motorrad, wo du dann merkst, den kriege ich nie wieder. So, ich habe gar keine Ahnung. Ich bin dann alles abgefahren den ganzen Abend. Natürlich nicht bekommen. Dann hatte ich natürlich genau davor noch Geld abgehoben. Und dann war alles weg. Also Kreditkarten, Personalausweis, wirklich alles war drin, alles. Und dann dachte ich mir aber, nee, ich lasse. Und da hat das Biohacking funktioniert. Dann habe ich echt gesagt, nee, das ist ein Test. Das ist ein Test vom Universum. So, kann ich trotzdem, ich habe mir echt so eine Story hervorgeholt, wie ich mir vorgestellt habe, dass das jemand findet, den Geldbeutel, und der braucht gerade diese 3000 Rupees oder was da drin waren, und weil er irgendwie gerade Schulden hat oder sowas, und dann nimmt er die und sagt, danke Universum, und so, und durch mich war das dann sozusagen, das habe ich mir dann so hingedacht, aber dann, und dann konnte ich wirklich, am Abend habe ich ein Bier aufgemacht bei meinem Cousin, weiß ich noch, und haben uns gefreut über den Tag. Und so ist dieses Cover entstanden. Genau, das wollte ich noch kurz erzählen. Ja. Aber ist, also ich denke mir manchmal, ob ich als Autor anstrengend bin, so mit Ansprüchen. Kannst du da was zu sagen oder willst du lieber schweigen? Nein, Max, nein. Also wir haben auch schon alles gesehen. Also es gibt ja Autoren, die einfach so sagen, hier ist das Manuskript, bitte machen wir lieber Verlag und jetzt tschüss und tschüss. Ich bin wahnsinnig dankbar über Autoren, die sich einmischen, weil die besten Bücher entstehen tatsächlich, indem man sagt, hey, pass auf, so und so, und ich so, ja, vielleicht so und so. Also es ist immer so ein bisschen so ein Austausch, und es funktioniert weder, wenn der Verlag einfach nur sagt, pass auf, wir stellen uns so und so vor, oder wenn der Autor sagt, er stellt sich so vor, weil jeder im Zweifel immer in seiner Blase gefangen ist und sagt, hey, keine Ahnung. Und also die allerbesten Bücher entstehen tatsächlich, indem man sich Gedanken macht. Und es gibt Autoren, die übertreiben es, gibt Autoren, die untertreiben es. Ich finde, bei dir war es eine gute Mischung, weil ich einfach finde, also nichts, was du gesagt hast, war für mich so, was ist denn der Quatsch? Also ich verstehe völlig, wenn ein Autor sagt, pass auf, das ist mein Buch, ich möchte, dass dieses Buch das beste Buch der Welt wird. Also warum schreibst du ein Buch? Weil natürlich, du willst nicht sagen, ja, nur damit ich ein Buch geschrieben habe, sondern du willst, dass es ein wirklich, wirklich, wirklich geiles Buch ist. Und alles, was wir, also ich kann es für mich nur sprechen, also alles, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann das irgendwie, kann es machen, dass es wird, bin ich immer dabei. Und ich bin nie, wenn man sagt, pass auf, ich habe mir nochmal darüber Gedanken gemacht, können wir noch so und so. Und wenn ich immer das Gefühl habe, ja, stimmt, das macht das nochmal besser, würde ich immer sagen, ja, klar. Also das Schlimme ist an dem Buch, man kann immer weiter. Du könntest mit jedem Satz streiten, ja. Du kannst am Schluss nochmal sagen, aber wenn hier nochmal ein Komma drin ist, dann kauft am Schluss jemand das Buch mehr oder weniger, weiß man nicht. Aber ich finde, man kann ganz, ganz oft noch immer nochmal ein Stück mehr machen, als am Anfang, weil am Schluss, ja, also ich meine, das ist alles ein Prozess, und am Schluss, irgendwann ist es natürlich einmal das Buch am Schluss, aber ich finde, man kann ganz oft sehr viel mehr dazu tun, als einfach einmal zu sagen, pass auf, sieht das so und so aus, und das war's. Wir haben auch schon kurz vor Druck noch Sachen völlig umgeschmissen, weil wir gesagt haben, das ist es irgendwie noch nicht. Und warum sollen wir, keine Ahnung, 5000 Stück von dem Buch drücken, wo wir eigentlich sagen,
Du, das ist es irgendwie nicht. Also es ist ja auch Quatsch für uns, weil wir wollen ja auch, dass es geile, geile Sachen werden. Also wenn, um deine Frage zu beantworten, nein, ich fand nicht, dass du ein anstrengender Auto warst. Im Nachhinein sagt man natürlich, hey, vielleicht hättest du es ja früher abgeben, aber vielleicht war das einfach genau so, dass das musste halt dann so sein. Also ich meine, du hast ja in der Zeit unglaublich viel erlebt. Also wenn du das Buch vielleicht wirklich damals abgegeben hättest, wie es geplant war, dann wäre es ein völlig anderes Buch gewesen. Vielleicht wäre das Buch lange, lange, lange nicht so gut gewesen, als wenn, hey, du musst ganz runter und musst alles nochmal hochholen und wir nochmal Riesenrespekt, 90 Seiten wegzuschmeißen, mega Respekt. Also das ist hart. Und dann nochmal sagen, ich muss von vorne nochmal anfangen. Also insofern, ich glaube, dass es genau richtig war. Also ich glaube auch, und besonders jetzt, weil ich glaube, die Zeit ist echt super. Ich denke, es ist noch so viel passiert eben. Also ich habe dann wirklich noch, zum Beispiel im Nachwort habe ich sogar noch die Netflix-Serie mit eingebaut, nachdem ich den Regisseur eben, Christian Ditter, interviewt hatte, was echt auch nochmal richtig cool war, weil ich ja auch so filmaffin bin durch meine Familie. Auch mein Großvater war ja beim Film, war Herstellungsleiter und so. Und das interessiert mich einfach, da mit dem sprechen zu dürfen, das war irgendwie cool, das hat es noch reingeschafft und so. Und das heißt, es war eigentlich so konstant, dass immer Geschichten, die ich halt in Echtzeit eigentlich erlebt habe, so in meinem Leben, die dann in meinen Schreiben auch, das wird jeder Autor nachvollziehen können. Und deswegen bin ich da schon echt happy damit. Auf jeden Fall, Georg, vielen Dank für die Einblicke mal so hinter die Kulissen. Ich glaube, das war echt mal super spannend, auch für die Zuhörer, also für mich auf jeden Fall. Das mal zu erleben, so wie, ja, wie du das miterlebst und dass das eben ja, ein Apparat dahinter steckt, hinter so einem Ding, weil das ist eben nicht nur der Autor, sondern es sind Lektoren, es sind Korrektoren, es sind Projektleiter, es sind Editoren und alle zusammen und Künstler natürlich, die die Grafiken und alles machen und da sind so viele Leute involviert, also das finde ich halt so, ist wie ein kleines Startup jedes Mal. Ja. Und jetzt noch die allerletzte Frage an dich, die ist jetzt vielleicht gemein, aber welche Biohacks hast du schon in dein Leben eingebaut? Nicht vielleicht aus dem Buch, aber generell. Gibt es etwas, was du schon von der Biohacking-Szene so mitgenommen hast? Oh Gott, ja, also ich finde dieses Thema Kälte finde ich mega. Ich war tatsächlich immer schon so ein Kältefan. Also ich finde wirklich im norwegischen Fjord baden, wo neben dir die Eisschollen schwimmen, finde ich schon immer mega. Also das war schon immer so ein Thema für mich. Und ich kenne ja dein Buch in unterschiedlichsten Stadien. Und ich habe ja ganz am Schluss dann gedacht, okay, pass auf, ich kann jetzt nicht die 827. Version lesen. Ich warte jetzt, bis dieses Buch fertig ist, um es ganz zu lesen. Weil mein Problem ist ganz oft, ich bin ganz oft an Büchern so nah dran, dass ich es in so vielen verschiedenen Versionen lesen muss, dass ich am Schluss nicht mehr zum fünften Mal lesen kann, weil ich sage, okay, und jetzt, gerade weil dieses Buch, glaube ich, wirklich, wirklich, habe ich mich irgendwann rausgekommen und gesagt, pass auf, meine Kollegin, die Frieda Thompson, die quasi dein Buch ja quasi dann wirklich nochmal betreut hat, die macht es irre. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen und ich weiß, dass am Schluss ein gutes Buch rauskommt. Und dann lese ich es. Und ich bin jetzt gerade sozusagen jetzt gerade dabei und ich glaube, da ist auch noch ganz viel Platz nach oben bei mir. Aber also dieses Kälteding finde ich einfach mega, mega gut. Und das finde ich auch, genauso wie du ein bisschen schreibst, hey, du stehst in der Dusche und denkst dir, oh mein Gott, und es ist kalt. Und dann atmen, runterkommen. Also das ist, glaube ich, schon so ein guter Hack. Und also ich bin überzeugt, dass da eine Menge Sachen noch drin sind, wo ich auch irgendwie für mich das besser lösen kann, weil da ist noch ganz, ganz viel Platz nach oben, um vielleicht mal so ein bisschen ein Biohacker zu werden, wie du es geworden bist. Danke übrigens, du hast dich ja viel mehr nackig gemacht jetzt bei diesem Buch hier als ich, also du hast ja viel, viel mehr erzählt, wie es dir dabei ging und mit welchen Untiefen du da wirklich gehadert hast und ich erinnere mich an ganz, ganz viele Telefonate und habe so, oh Gott, der arme Max, jetzt muss ich ihm schon wieder sagen, er möchte bitte abgeben und also danke, dass du nicht das Handtuch geworfen hast, muss er auch sagen. Auf keinen Fall, das bin nicht ich, also das war keine Option, aufgeben ist keine Option, wie der Lars Ahmed immer sagt und deswegen, also für mich war klar, dass es passiert. Es war wirklich nur, also ich bin an mir halt selbst verzweifelt zeitweise, weil ich ich kenne meine Stärken und ich weiß, wenn ich in meiner Kraft bin und im Flow bin, vor allem, da vertraue ich mir sehr. Aber wo ich mir eben nicht vertraue, ist in der linearen Zeit. So dieses Problem, diese vierte Dimension, mit der wir uns als Menschen mitbewegen und dann das Problem ist die Kooperation und auch die, ja, sagen wir mal, die Flüge oder die Züge, die zu gewissen Uhrzeiten den Bahnhof oder den Flughafen verlassen. Das sind immer so die größten Herausforderungen für mich.
Und interessanterweise habe ich wirklich mal, hat ein Neurowissenschaftler mal meine Hirnwellen eben angeschaut und hat gesagt, ah krass, du hast einen sehr starken linken okzipitalen Kortex, also ganz starke Alphawelle da, dreimal so stark wie der andere. Und meinte auch, so hast du ein Problem mit der linearen Zeit. Und ich so, ja. Er sagte, ja, das sind oft die Leute, die außerhalb der Zeit wohnen, die haben so einen starken, und du, er hat gesagt, interessant, bist du Rechtshänder? Und ich so, ja. Du hast ein Linkshänder-Hirn von den Hirnwellen her. Und dann sage ich, ah, okay. Dann sagt er, ja, und das ist, also das passt so. Die sind halt oft weniger organisiert, aber bewegen sich eben außerhalb. Aber die müssen, exakt, das ist keine Entschuldigung. Weil die anderen, die verzweifeln sonst so. Also ständig außerhalb der Zeit leben, hin und wieder ist gut. Aber manchmal so die Zeit nicht missachten, ist auch wertvoll und so. Und das war es dann, wo am Ende, also jetzt denke ich wirklich, im Nachhinein macht es total Sinn, aber auch die Erwartungen ein bisschen besser managen. Das ist halt für mich das nächste Ziel, beim nächsten Buch auch, dass ich wirklich sage, ehrlich zu mir selbst bin erstmal und dann auch realistisch wirklich. Und auch wenn das vielleicht, sagen wir, entgegen der Erwartungen der anderen geht, aber versuchen wirklich so transparent und ehrlich wie möglich in meiner eigenen Selbsteinschätzung zu sein, das ist so für mich das nächste Thema. Kein Zweifel, ich habe überhaupt gar keinen Zweifel, dass du das nicht schaffst tatsächlich und lass uns gerne über ein drittes Buch reden, aber jetzt machen wir erstmal dieses Buch zum Super-Super-Seller, weil ich einfach glaube, also mich würde es wundern, wenn es nicht nahezu für jeden irgendwas da drin gibt, wo er gesagt am Schluss, hey, eigentlich stimmt relativ easy, aber ja klar, macht's irgendwie besser, schöner, angenehmer. Also ich meine, allein mal einen Tag mehr, schöner, besser zu haben, also schadet doch niemand. Also niemand wird sich, glaube ich, gegen mehr schönes Leben, glaube ich, werden. Ja, nee, auf jeden Fall. Also das Buch übrigens gibt es ab Anfang Oktober im Handel, je nachdem, wann du die Episode hörst, vielleicht schon erhältlich und ab jetzt auch vorbestellbar. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn du es dir holst und Feedback gibst. Und zwar gerne auch über Instagram fotografiere zum Beispiel eine Seite ab, die dir gut gefällt und tagge uns @flowgrade, @Finanzbuchverlag und zeig uns, dass dir das Buch gefällt. Und ja, ich freue mich sehr, es euch zu zeigen. Und das letzte Wort hat jetzt der Georg. Und dann sagen wir Tschüss. Danke, lieber Max. Danke für deine Zeit. Danke, dass dich interessiert, was mit deinem Buch passiert, nachdem du es abgegeben hast. Danke für die Werbung auch von uns, dass du mit uns glücklich bist. Das macht mich sehr glücklich, dass du auch glücklich bist, weil glückliche Autoren sind sehr viel angenehmere Autoren als unglückliche Autoren. Und ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, es hat jedem gefallen. Ich hoffe, wir bekommen jetzt ganz viele Manuskripte, unglaublich detailliert ausgearbeitet, wo ich dann noch viel mehr lesen muss und mein Privatleben vernachlässige, weil ich einfach den ganzen Tag nur am Lesen bin. Aber nochmal, danke, Max, für dein Buch. Und wie gesagt, jetzt darf ich erstmal vernünftig was lesen, was ich auch wirklich, wirklich, wirklich lesen möchte. Ja, das freut mich. Also, vielen Dank an dich, dass du da warst und go for flow. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn du jetzt noch mehr Lust hast auf tolle Inhalte, Interviews und weitere Biohacks aus der Flowgrade-Welt, dann abonniere diesen Kanal. Go for Flow.